Ja, wie es im Antragstext lautet, geht es darum, die Härtefallkommission, das humanitäre Bleiberecht wieder ein Stück in die Länder zu holen. Das war bis 2015 gute und bewährte Praxis, dass in schwierigen Fällen gerade auch die Gemeinden, die Menschen vor Ort mit einbezogen wurden in Entscheidungen, die zu treffen sind und die sicher nicht leicht zu treffen sind. Und ich möchte den Blick heute ein Stück auf die Menschlichkeit, auf die Menschenrechte und vor allem auf das Kindeswohl lenken. Ich möchte, dass neben der Rechtsstaatlichkeit, die unbestritten ist, auch die Menschenrechte eine ganz wichtige Säule der Demokratie sind. Weil ohne einen guten gemeinsamen Miteinander schaffen wir keine gute Demokratie. Und viele Menschen sind aus unterschiedlichsten Gründen, Frauen, Männer, Kinder, Jugendliche, vor Krieg, Verfolgung und Gewalt und großer Not geflohen, haben versucht, in Österreich, in Oberösterreich, aber auch in anderen Staaten Europas wieder Fuß zu fassen, eine Zukunftsperspektive zu entwickeln. Und oberstes Ziel war, ich glaube, da waren wir uns alle einig, ab dem ersten Tag eine gute Integration zu fördern, zu forcieren, ihnen Möglichkeiten zu geben, hier Fuß zu fassen. Und was Heimat und Verbundenheit und ein Miteinander bedeutet, sehen wir gerade in den letzten Monaten. Wie schnell wir alle aus der Spur kommen, weil sich die Lebensumstände so dramatisch verändert haben durch die Corona-Pandemie. Und diese Menschen sind geflohen aus Regionen, haben alles hinterlassen, was dort war, und versuchen bei uns jetzt mit allen möglichen Mitteln hier da bleiben zu können. Lernen die Sprache, gehen in die Schule. Und wir haben in den letzten Monaten viele Fälle, wo gut integrierte Familien, die einen Arbeitsplatz haben, die eine Lehrstelle haben, wo Betriebe sich wirklich engagiert haben, stehen vor der Entscheidung oder vor der Bedrohung, abgeschoben zu werden. Und genau hier setzen wir wieder an. Die zwei Fälle, die so publik geworden sind, sind einfach eine Spitze des Eisberges. Wir wissen viele nicht. Und wir wissen aber, dass genau diese Menschen von Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, von Gemeinden, von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, von Wirtschaftstreibern, auch von den Sozialvereinen gut unterstützt werden, um hier Fuß fassen zu können, um eine Vielfalt in der Gemeinde, in der Gesellschaft zu gewährleisten, hier Hilfestellungen bekommen zu haben. Und plötzlich werden die aufgrund von juristischen Entscheidungen herausgerissen aus diesem Umfeld. Und ja, es ist verdammt schwierig, hier gute Entscheidungen zu treffen. Und wir müssen alles damit tun, damit eben die Verwaltung, aber auch die Gerichte hier gute Basis haben. Und da hat sich die Härtefallkommission für das humanitäre Bleiberecht sehr bewährt. Und die wollen wir wieder in Landeskompetenz zurückholen, damit eben auch in der unmittelbaren Bundesverwaltung diese Stimmen gehört werden. Stimmen der Bürgermeisterinnen, Stimmen der Lehrkräfte, der Sozialvereine und vieler ehrenamtlich engagierter Bürgerinnen und Bürger. Um das geht es uns, hier gute Entscheidungen treffen zu wollen. Und ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die verantwortungsbewusst den Alltag gestalten, hier ein Signal der Menschlichkeit zu setzen. Hier wieder das zurückzuholen und sagen, das können wir am besten. Da geht es wirklich auch um subsidiäre Verantwortung. Das können wir besser beurteilen, als wie eben Leute, die weiter weg sind. Begleiten wir diese Menschen und leben wir in einer Vielfalt, in einer multikulturellen Gesellschaft, die nicht eine Bedrohung ist, sondern eine Chance ist, hier ein gutes Leben miteinander zu gestalten. Daher bitte ich alle, bei diesen Entscheidungen mitzuwirken. Und gerade auch im Hinblick auf die Kinder und Jugendlichen. Wir haben heute schon diskutiert über die Folgen für Kinder und Jugendliche, was die Pandemie betrifft. Und wir haben Schülerinnen und Schüler, die trotz aller Schwierigkeiten mit nicht deutscher Muttersprache in den Alltag integriert sind, in die Schule gehen, auch in dieser schwierigen Zeit. Viele auch Homeschooling machen, mit Unterstützung, ja. Und viele alles damit dazu tun, um eben hier ein gutes Leben zu bekommen, um hier mit uns, unsere Gesellschaft, unser Oberösterreich mitzugestalten. Setzen wir ein Zeichen der Menschlichkeit, setzen wir ein Zeichen des Humanitären und stimmen wir für eine Härtefallkommission wieder in Länderkompetenz, in der Einbindung aller Kompetenzen, aller Professionen, die eben hier wirklich für eine gute Entscheidung mit beitragen können. Unterstützen wir auch die, oder lassen wir die Erfahrungen der Kindeswohlkommission, die
Kanzler, Bundesvizekanzler, Vizekanzler Werner Kogler eingerichtet hat, um eben hier eine gute Basis für die Richterinnen und Richter, für die Verwaltungsbehörden zu schaffen, um einheitliche Regeln zu schaffen, zu schauen, wie können wir Kindeswohl, Menschenrechte noch viel besser in die politischen, aber auch vor allem in die rechtlichen Entscheidungen einfließen zu lassen. Das ist unser Ziel und daher bitte ich Sie um Unterstützung für diesen Antrag, den wir eingebracht haben.